Commander. Ja, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Und ich habe eine super Idee mir von einem anderen Let's Player abgeguckt. Also ich weiß nicht, ob die in der Kombination jetzt vorkommt, aber da haben Leute halt Looks einschicken können für ihre Charaktere, weil der auch irgendwie die Community mit einbezieht. Und da haben ganz viele Leute halt dieses Totenkopf-Bandana und so eine Totenkopf-Bemalung eingeschickt, weil es voll badass aussieht. Und ich dachte mir, das ist doch voll die coole Idee, wenn Soldaten sterben und wir die Reanimationen von denen hier mitnehmen, dass die hier so Totenschädel bekommen, damit wir auch im Spiel wissen, das sind reanimierte Untote XCOM-Soldaten. Ich fand die Idee super und deswegen hat Bugfish die zweite jetzt einen Totenschädel. Und auch der Manu, wenn ich ihn denn dann wieder rein editiere, bekommt dann einen Totenschädel. Und ja. Wir hatten aber eigentlich eine Mission zu machen hier, ne? So, und zwar hier. Okay. Wir müssen unser Team wählen. Cartman würde ich wieder entfernen. Ich brauche einfach mehr Grenadiere. Wo ist denn Bugfish die zweite? Da darfst du direkt mal mit einbringen. Private Löffel ist auch dabei. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Zwei Sniper. Will ich zwei Sniper mit dabei haben? Umbreon ist ja eigentlich kein richtiger Sniper. Habe ich eigentlich noch was irgendwie zum Waffen verbessern? Ein Laservisier. Erhöht die Crit-Chance. Ich glaube, Bugfish hat jetzt aber gar nichts groß, ne? Ups. Bearbeiten. Waffenverbesserung. Hat ein... Ah doch, hat Automatiklader und Laservisier, alles klar. Lessack. Hatte der schon was? Waffenverbesserung. Der hat auch schon ein Laservisier und Automatiklader. Der Beru hat, glaube ich, auch schon zwei Sachen. Guck nochmal nach. Okay, er hat nur ein Zielfernrohr, aber das ist ja in Ordnung. Das sind dann die Leute, die noch die alten Waffen haben, wo man nur eine Verbesserung dran machen kann. Ich muss da dringend mal die Aufwertung machen. Aber es ist eine Schwierigkeit schwer, Leute. Ich glaube, ich nehme Plastiklöffel raus und nehme Hexen mit rein, wenn die mit dabei sein kann. Wo ist denn Hexchen da? Wolfmother? Okay. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt muss ich das Ganze wieder von vorne machen. Ah ne, okay. Hat sie sich gemerkt. Hier können wir noch mal... wir behalten uns diese Aufbesserung für später. Aber wir bearbeiten den Spitznamen von Hexin, denn Hexin heißt ja nicht Wolfmother! Wo es irgendwie in irgendeiner komischen Art und Weise vielleicht sogar passt. So. Sonst noch irgendwo einen falschen Spitznamen? Nee, alle da? Gut. Sergeant Fish, die zweite. Mit Granaten, alles klar. Der Lessack müsste eigentlich jetzt mehr Granaten sogar noch haben. Ich guck gerade mal nach. Der hatte doch schon die Aufwertung, ne?
Soldatenfähigkeiten. Ja. Der hat noch mehr Granaten mit. Vielleicht nehmen wir dann eine Flashbang mit. Obwohl wir haben jetzt, wir haben zwei Leute, die hier weniger Granaten haben. Das heißt, wir haben 3, 4, 5, 6, 7 Granaten. Okay, wir lassen das so. Ruhe. Vero. Vero und ein Flashbang. Ich gebe dem Umbreon die. Wir haben gar keine mehr. Haben wir die vertickt? Scheint so. Okay, dann haben wir die wohl vertickt irgendwo. Start. Go Team, go! Skyranger eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Als nächstes müssen wir dringend Kommunikation hier machen, damit wir hier den, das Avatar-Projekt wieder ein bisschen eindämmen. Aufklärungsberichten zufolge wurde in diesem Gebiet ein Abwehrzug vom Widerstand lahmgelegt und die Aliens konnten ihn noch nicht wegschaffen. Wir gehen rein und bergen jegliches brauchbare Material und Technologie. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Okay. Der Wildnis von Westafrika. Ein Zugüberfall. Ist da irgendwas so von Karl May? So ein bisschen. Okay. Wir sind im Concealment. Koordinaten des Advent-Zugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern. Alle Feinde ausschalten. Okay. Hier ist der Zug, hm? Hatten wir diese Karte nicht schon mal? So, hier mit dieser Erhebung. Ich glaube, sowas Ähnliches hatten wir schon mal. Das da gefällt mir nicht so richtig. Geh mal hier hin. Bin auf dem Weg. Schau mal, ob sich da irgendwas bewegt, Max. Wir haben keine Rundenbegrenzung, also wir haben Zeit. Hier ist ein Sniper-Posten. Hier geht es auch noch ein bisschen weiter. Aber wir haben im Umbrern keinen vernünftigen Sniper mit. Wir haben eher den Pistoliero ja mit. Ein Backfisch hat zugunsten eines zweiten Specialists rausgeschmissen. Löffel, nicht Backfisch. Ich rede schon wieder unten. Position now. Bero nach unten. Lesrak. Kriegst du irgendwo Deckung? Sieht noch nicht so geil aus. Aber wir sind immer noch im Concealment. Das heißt, es ist noch nicht so schlimm, wenn wir nicht in Deckung gehen. Heading to that location. Okay, immer noch nichts zu sehen. Backfisch. Begebe mich zur Zielposition. Okay. Und Umbreon. Und los geht's. Okay. Verstanden. Halte die Augen auf Feuerschutz. Scanning, Scanngebiet. Feuerschutz. So, und jetzt gibt's hier eine kurze Unterbrechung. So, das ist das Tolle an rundenbasierenden Spielen. Wenn man gestört wird, kann man kurz unterbrechen, ohne irgendwas zu verlieren. Da ist es ein Mech. Okay. Vielleicht bringe ich dann... Ah, der Lesrak ist noch oben, okay. Sieht gut aus. Bin auf dem Weg.
sich ein bisschen fit halten, Herr Lessack. Erstmal runter, dann wieder hoch. Moving on target location. Okay. Backfisch springen wir auch wieder nach oben. Bin schon dabei. Wenn wir den Mech von oben ausschalten hier. Confirmed. Alles klar. Umbreon, kriegst du irgendwo Cover? Hier in der Seite. Begebe mich zum Ziel. Okay. Augen auf. Bin dabei. Affirmative. Covering now. Biete Feuerschutz. Nee, ich will gucken, was die machen. Sind sie wieder weg? Okay, scheinen Richtung Zug gelaufen zu sein, ne? Max, geh gucken. Schon unterwegs. Ist wieder da? Nee, nicht sichtbar. Vielleicht sind sie auch hier reingelaufen. On my way. Jetzt muss ich vorsichtig sein mit dem Cover. Und los geht's. Gibt's natürlich nicht so viel Cover hier. Affirmative. Moving out. Rücke zur Zielposition vor. Umbrauen vielleicht nach hier oben, ne? So rein, das wäre eine Option. Begebe mich zu dieser Position. Okay. Scanne Gebiet. Moving to Overwatch. Scanne Gebiet. Got it covered. Bestätigt. Überwachung bestätigt. Läuft. Bestätigt. Überwachung läuft. Da hinten sind sie. Alles klar. Hier, in dieser Schlucht drin. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Du kommst da nicht vorbei, ohne gesehen zu werden. Lessack, hier. Begebe mich zu dieser Position. Da sind sie sichtbar. Angst, wenn ich jetzt hier hochlaufe, dass ich dann hier wieder mal irgendwas trigger. Gehen Sie wieder zurück, oder? Noch nichts wirklich sichtbar. Lessack, mal gucken. Wenn es sein muss. Da unten stehen sie. Wir sind aufgeflogen. Fuck! Das ist nicht gut gelaufen. Unsere Kontakte beim Widerstand hatten Gerüchte gehört, dass Advent ein schweres Infanterieschutzsystem einsetzen kann. Sieht heftig aus. Okay, das kriegen wir aber hin. Bugfish hat 95% auf den.
ziehe mal ein bisschen Rüstung ab, Backfisch. Daneben hat 95%. Ey, wenn irgendwas schief läuft, dann läuft was schief, ne? Scheiße. Okay. Bero. Granate. Da muss wenigstens ein bisschen Rüstung weg, bevor andere drauf schießen. Einen Schaden, eine Rüstung. Alles klar. Hexchen. Ich probiere mal dieses Übernahmeprotokoll. Ich gucke einfach mal. Man muss ja nicht das hacken. Oder? 78%. Schaltet die Einheit vorübergehend aus. Fehlschlag-Feedback-Effekt. Ah! Hört die Zielsicherheit und Verteidigung des Ziels. Verdammt. 78% hätte man auch schaffen können. Okay, jetzt hat es mehr Verteidigung. Damn it. Umbreon. Feuer mit einer Pistole auf jeden sichtbaren Gegner. Erstmal den freien Schuss. Okay, 3 Schaden. Läuft. Abgeprallt! Und dann mit dem Präzisionsgewehr hinterher. Läuft. Umbreon. Hat den Mech schon mal gekillt. Okay. Lesrak. Da unten steht einer. Da steht einer mit 2 Rüstungen. Was ist denn das für einer? Was bist du? Schildträger, der ist neu. Und auf den habe ich keine gute Sichtlinie. Da habe ich 86%. Feuer. Boah, 11 Schaden. Läuft. Genau so. Hier ist etwas. Okay. Overwatch. Feuerschutz. Der Schildträger verpisst sich. Alles klar. Los, los, los. Holst dir mal das Loot. Mehr Lader. Objekt gesichert. Okay. Lissack. Wird schon nicht passieren. Ich sehe Erdentruppen. Okay. Schlangerich, Schildträger, 2 Sektoids. Granate. Kriege ich 2 rein? Ja. Granate! So, okay. Eine Rüstung zumindest schon mal weg. Hexchen. Kommt nach hier. No problem, boss. %45 ist nicht viel. Backfisch.
abgewartet. Overwatch. Scanne Gebiet. Was mit dem Umbreon? 51 und 63%. 51 auf den Schlangerich. Kann man mal schaffen, Umbreon, oder? Nee. Nicht mit dem Präzisionsgewehr. Konzentriere dich! Okay. Overwatch. Overwatch. Beru. Ist da nicht noch irgendwo Cover? Da ist nirgendwo Cover. Für den Beru. Der müsste aber näher dran, damit er ein bisschen was reißen kann hier. Kann der hier geflankt werden? Ja, kann er. Shit. Ich gehe einfach nur mal so mal mit ihm in Overwatch. Gucken wir mal, was der Gegner macht. Oh, was kommt da? Alle kriegen volle Deckung. Oh nein! Die Fähigkeit habe ich vergessen, verdammt, dass dieser Schlangerich einen ranziehen kann. Admin-Truppen gesichtet. Ah, noch mehr. Noch ein Sektoid. Noch ein Schildträger und ein Stunner. Okay, 3 Schaden. Ein Schaden. Okay, das Schild schützt ihn. Backfisch, die zweite, schießt nicht besonders gut. Muss besser zielen. Ja, musst du. Okay. Ungut, Leute, ungut. Unterwegs. So, ändert das was in deiner Zielfähigkeit? 61%, 60%, 48%. Nicht wirklich. Leswak. Kann sogar noch was machen? Nee, kann er nicht. Ich dachte schon. 75, 75, 45. Backfisch. Eine Granate. Aber die würde mich mittreffen, ne? 72%, 72, 42. Geht das Schild weg, wenn ich den jetzt hier schredde? Ich muss eigentlich eine Granate abfeuern. Guck mal, Leute, wie eng die hier zusammenstehen. Granate unterwegs! Dann ist das Schild von denen auf jeden Fall alle weg. Okay. Max hat jetzt 80 und 73. 73% nehme ich auf den. Gott, es läuft das nicht, es nicht läuft gut. Einfach nicht. Wurde gesehen. Beru. Beru und Umbreon. 92% für den.
Feuer. Ziel eliminiert. Okay. Okay, wenn man den tötet, ist das Schild weg. Das ist schon mal gut zu wissen. Bero, wie weit kommst du? Kommst bis hier. Will ich dich im Offenen haben? Da hinten sind noch Leute mit Schusswaffen, nämlich genau zwei. Run and shoot. Set them up, knock them down. Hier hinter den Kaktus. Rolling out. So, du hast geflankte Leute. Hier auf den. Vier Schaden leider nur. Aber der Lestrak ist wieder frei, oder? Ja, Lestrak ist wieder frei. Ab in Deckung. Schon dabei. Diesmal nicht. Mehr hast du nicht drauf? Der Stunlancer macht mir noch Probleme mal hinten, aber der ist noch ein bisschen weit weg. Ich glaube, ich wurde vergiftet. Boah, sowas können die auch? So eine Scheiße. Ah, Lestrak ist unter Gedankenkontrolle. Aber es sollte nicht so das Problem sein. Ein Untoter, alles klar. Sektoid. Noch ein Untoter. Das Schild. Okay. Das ist eine richtig harte Fähigkeit mit dem Schild. Das muss ich ja zugeben. Kann nicht denken. Okay. Beru, das erste, was du machst, ist, glaube ich, den Typen hier eliminieren. Was machen kann. So. Check it before you get too close. Alles klar, Gedankenkontrolle verloren. So. Splittergranate. Schild ist schon mal weg. Feuerschutz ist entfernt, ist auch wichtig. So. Mein Schaden. Panzerung getroffen. Granate
Warum wird mir der Bero denn jetzt als jemand angezeigt, der noch was machen kann? Die check ich nicht. Ach so, er hat jemanden getötet und hat jetzt einen Extrazug, ne? Ah, okay. Check ich. Bestätigt! Rücke aus! Scheiße, er hat keine Munition mehr. Okay. Fuck. Der ist schon mal weg. Der kriegt viel Schaden, alles klar. Feind ausgeschaltet! Beru kann nichts mit seinem extra Bewegungsding machen, er kommt an keinen Feind ran. Fuck, der ist noch da. Der ist auch noch da. Es gibt Scheiß, es wird nichts. Es ist echt. Sieht nicht gut aus. Super. Diesmal hat er den Messer. Auf den haben sie es abgesehen. Wir müssen gleich auf jeden Fall Heilungsprotokolle her. Hilfe! Verdammt, ich brauche Hilfe! In Panik. Mir geht es gut. Okay, die Sektoiden fangen auch an zu schießen. Komm, gib ihm irgendwas. Nein, ich glaube, genau das war falsch, Backfisch. Jetzt ist Lesrak hin. Der steht jetzt da so offen, der wird tot sein. Glück. Mir geht es gut. Aber bei der nächsten Attacke ist der Stunlancer, der wird ihn töten. Oh ne, er läuft an ihm vorbei. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Okay. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen! Oh, fuck. Was? Nein! Was passiert hier? Das ist nicht richtig! Das ist nicht richtig! Schieß! Schieß! Oh, er ist in Deckung gegangen. Verdammt. Okay. Gremlin-Heilung. Auf Lesrak. Medizinischer Modus. So. Revitalisierung. Lesrak oder auf Backfisch? Das ist die Frage. Backfisch steht gut in Deckung. Ich brauche das auf Lesrak, der muss da weg. Panik entfernt. Sehr gut. Okay, dafür kann der jetzt nichts mehr machen. So. So, mit dem muss ich jetzt ein bisschen besser planen, mit dem Beru, weil der könnte den töten und dann weiterlaufen. Und vielleicht sogar den Zombie killen. Machen wir erstmal weiter. Wen haben wir hier? Da haben wir Hexchen.
jetzt 95 und 81 Prozent. Mach mal den Sektor platt, sexy. Ach, nur 3 Schaden. Need a resupply. Okay, der Schwerthieb. Nicht gegen den Zombie. Und den auch nicht. Also sieht er den gar nicht? Doch, hier. Waffe abfeuern will ich nicht. Ich hab doch Schwerthieb gemacht hier. Schwerthieb? Kann er das nicht machen? In den? Wenn ja, warum nicht? Okay, 94% müsste auch mit dem Fernkampf. Klar, dann ist er hin. It's dead. It has to be dead. Toss me some ammo. Unerbittlich. Zu wenig Aktionspunkte für ein Schwerthieb. Okay, er kann sich also nur bewegen. Nicht nochmal extra angreifen. Okay. Der kommt auch von dem, ne? Umbreon, freier Schuss auf den. Sieht gut aus. Feind neutralisiert. So, und dann musst du einen Reload machen. Nachgeladen. Oh, die Panik wurde auch entfernt vom Backfisch. Das ist perfekt. Und dann kannst du in den Pistolen Overwatch gehen. So, der Lesrak. Geht in Ordnung. Hier rüber. Overwatch. Gebe Feuerschutz. Bero macht jetzt nichts mehr. Backfisch kann auch nichts mehr machen jetzt da oben, oder was? Okay, Runde beenden. Da kommt der Overwatch. Oh, ein Schild. Ah, verdammt. Umbrun. Okay, das Schild ist weg. Komm schon! Backfisch kriegt's aber auch ab von den Sektoys. Er ist in Panik versetzt. Jetzt unter Gedankenkontrolle. Ich brauche ein wenig Hit. Boah. Umbran. Aber er schießt zurück. Bams. Okay, nur einen Schaden, weil zwei Rüstung. Aber Rüstung hält stand. Zwei Schaden sind zwei Schaden. Ein Schaden ist ein Schaden. Okay. Gremlin Heilung auf Umbreon. Gremlin, medizinische Protokolle. Okay. Und Gremlin Heilung auf sich selber. Heilen! So.
töte den Sektoid. Läuft Beru mit seinem Schwert. So, Gedankenkontrolle verloren. Beru kann nochmal. Kann wieder zurück in Deckung. Genau. I'm trusting you here. So. Backfisch. Nachladen. Kostenlos. Waffe geladen. Und Feuer. Yes. Gegner für mich. Alles Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Drei verwundete Soldaten. 11 von 12 getöteten Feinden. Da war irgendwo noch also einer. Fragt sich nur wo. Das ist ziemlich weird. Aber gut. Der Beru und Lesrak. Ja, Lesrak hat es aber auch abgekriegt in dieser Mission. Gut, dass ich auch zwei Specialists mit hatte. Das war auch ganz nett. Aber das mit dem Hexen, das müssen wir noch üben. Na? Braucht ganz schön lange zum Zurückfliegen. Alles klar. Umrühren, Max und Lesrak sind verwundet. Umrühren sogar schwer verwundet. Keiner hat ein Upgrade. Okay. Advent-Schildträger Autopsie. Okay. So. Wir gehen mal in die Technikabteilung. Sollen wir ausgeben? Sollen wir was ausgeben? Magnetgewehr, das würde unseren Specialists helfen. Chaosgewehr, dafür haben wir nicht genug Vorräte. Rüstung könnten wir auch. Kostet 30 Vorräte. Wir können auch die Splitterkanone nehmen für den Beru und halt Engai und so weiter. Aber eigentlich machen die mit ihren Schwertern auch relativ viel gut Schaden. Das heißt, ich würde vielleicht sogar eher das Magnetgewehr nehmen. Wir entscheiden das vor dem nächsten Einsatz, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir bis dahin ja noch was. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Das macht zwar noch nicht viel mehr, aber mit neuen Entwürfen und etwas Muskelschmalz wird es ein echtes Prachtstück. Ist hier noch irgendwas in der Taktikschule? Angriffe gegen flankierte Ziele verursachen mehr Schaden. Das ist auch extrem gut. PSK-Boni, was sind PSK-Boni? Sagt mir jetzt gerade nichts. Tödlicher Schuss.
10% erhöhte. Und für den Spezialisten Feuerschutz, Reflexschütze plus 10 Zielsicherheit. Sprengkörper können critten. Mehr Mobilität. Zuverlässige taktische Boni. Das ist eigentlich relativ gut hier. Das müsste ich eigentlich nehmen. Irgendwann mal, damit die Leute uns nicht sofort wegsterben. Gehen wir mal in die Weltkarte. Wir haben einen Hinterhalt. Avenger berechnet neuen Kurs. Informationen gibt's da. Hier gibt's einen Ingenieur. Ich will eigentlich Kontakt herstellen, Leute. Ich will Kontakt herstellen. Und zwar nach Osteuropa. Nach hier oben kann ich nicht, ne? Ja, unsere Kommunikationszentrale ist noch nicht fertig. Dann holen wir uns. Abbrechen, ja. Ich würde gern. Avenger berechnet neuen Kurs. Den Ingenieur haben. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Okay. Advent setzt da draußen unzählige von diesen mechanischen Einheiten zur Friedenswahrung ein. Soweit ich weiß, sind sie vollautomatisiert und bis an die Zähne bewaffnet. Gremlin Mark II zur Verfügung. Okay. Der Gremlin Mark II ist verbesserte Version von Gremlin-Drohnen. Damit wird nicht nur der Hackwert unseres Spezialisten deutlich erhöht. Sehr geil. Auch Fähigkeiten des Spezialisten werden in einem fortgeschrittenen Gremlin effektiver. Sehr gut. Und das Bluescreen-Protokoll. Sollten oberste Priorität gehören, Geschosse zur Entwicklung, die in der Lage sind zu deaktivieren. Ja, auch nicht schlecht. Wollen wir die Psionik mal erforschen? Der Umbreon hat sich gewünscht, dass er ein Psioniker sein will. Aber es dauert so elendig lange. Mutons. Da würden wir, glaube ich, Plasma bekommen. Hier, 6 Tage erforschen wir erstmal das. Das gehört zu unseren Aufgaben. Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Oh, wir bekommen hier einen Ingenieur. Widerstandskurs auf den südafrikanischen Sektor. Erhöhtes Bautempo, Feuerräume beginnen. Mal zurück. Haben wir den schon jetzt, den Ingenieur? Oder müssen wir den erst noch aufsammeln? Hier. Okay. Kommunikationszentrale muss schneller fertig werden. So. Momentan wird schneller gebaut hier unten. Okay, Drachengeschosse. Einmal in dem Inventar hinzufügen, Drachengeschosse. Eine leichte Flamme, Mini-Ladung gedeckelt, richtigen Schaden gegen alle Ziele. Manche setzen sogar in Brand. Okay. Gucken wir mal, was wir sonst noch hier hinkriegen können. Schädelstecker. Okay. Feldmedizin.
Bluescreen-Protokoll, experimentelle Munition, Iridiumkern, neue Granatentypen. Das dauert 7 Tage. Wir nehmen den Iridiumkern. Wir kommen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Okay. Alles klar. So, in einem Tag ist der Mischka fertig, in 2 Tagen sind die Trümmer weggeräumt, in 3 Tagen ist das Kommunikationszentrum fertig. Okay, Mischka ist fertig, Soldat anzeigen, ist okay. Weitermachen. Wir haben keinen Soldaten mehr groß sonst. Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir alle ihre... Mann, ey, das ist so schnell, das ist echt zum Kotzen. So, Alien-Trümmer sind weggeräumt. Und wir bauen jetzt hier das Energierelais. Gut, dass ich eben nicht die Waffen gebaut habe. Ach, scheiße, ich wollte kein Mini-Energierelais bauen. Oh nein, ich Idiot. Das abbrechen. Ich würde das gern abbrechen. Widerstandskommunikation. Entfernen. Na gut, haben wir jetzt einen Energie-Relais. Oh Mann, scheiße! Das ist doch zum... Nee, hier in der Mitte haben wir jetzt eins gebaut. Hm? Ah, die Kommunikation. Ah, ja gut, ich. Widerstandskommunikation. Weltkarte zurück. So, noch einen Tag für die Kommunikation. Das UFO. Nee, jetzt komme ich noch ein. Commander, die Aliens machen noch einen. Zum Kotzen, wie sollst du die denn so schnell aufhalten? Müssen wir uns beeilen. Das UFO ist wieder unterwegs. Widerstand, Kommunikationseinrichtung, einsatzbereit. Einrichtung ansehen. Ich habe so ein bisschen Panik gerade. So. Alles klar. 3 von 4, das heißt, wir müssen danach noch so ein Ding bauen. Hier Alien-Trümmer wegräumen. Einräumen. So. Energie haben wir gerade genug. Das heißt, wir ziehen den hier ab. Hier unten rein. Das finde ich gerade echt zum Kotzen, ey. Düstere Ereignisse. Ja, das UFO. Informationskosten sind zu hoch, okay. Hinterhalt in Afrika. Westeuropa. Eine Woche. Aber welcher ist das? Welcher ist das?
Der da oben oder der da unten? Einsatz ist gesperrt, okay. Kontakt in Neuindien, Kontakt in Westeuropa. Also hier können wir direkt schon Kontakt herstellen. Wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Ja, ich bin auch schon dabei. Es ist hart. So, Kontakt herstellen. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Aufdecken. Okay, Zeit bis zum Vergeltungsschlag wird reduziert. Erstmal ignorieren. Wir müssen den Kontakt hier herstellen. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Schattenkammer. Was auch immer das ist. Weiter. Annehmen. Psionik immer noch 13 Tage, Plattenrichtung, Rüstung 15 Tage, Schildträger, Mutons. Komm, beginn mit der Psionik. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Neues Ziel hinzugefügt. Baue eine Schattenkammer. Mehr Info? Was kann denn die Schattenkammer? Greife aufs Alien-Netzwerk zu. Okay, ja, ne. Bringt mir nicht so viel, okay. Dank unseres besseren Verständnisses der Alien-Verschlüsselungsmethoden können wir nun eine Einrichtung speziell zur Analyse sämtlicher geborgener Materialien errichten, die mit dem Avatar-Projekt zu tun haben. Ich schlage vor, sofort damit zu beginnen, Commander. Die Advent-Propagandamaschinerie läuft auf Hochtouren. Wir empfangen ihre Übertragungen selbst weit draußen im Nirgendwo. Zurück. Hier kann ich auch noch einen Ingenieur reinziehen. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Doch, sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Sind sie nicht? Ja, sind alle eingesetzt. War wahrscheinlich, weil ich den eben rausgezogen hatte. So, jetzt komme ich 6 Kontakte mehr nehmen, okay. Komm, stellt endlich diesen scheiß Kontakt hier, damit ich hier rein kann. Einsatz ansehen. Informationen und Vorräte. Na gut, okay. Setze Kurs auf Sektor 12, Ostafrika. Irgendwie, es gefällt mir alles nicht, wie dieses auf der großen Karte, wie sich das da entwickelt. Irgendwie, ich komme nirgendwo vernünftig hin. Ich habe nicht genug Kohle. Es läuft nicht so, wie ich will. Schauen wir mal, wie dieser Einsatz sich jetzt hier gestaltet. Wir kriegen immerhin ein bisschen Vorräte und ein bisschen Informationen. Und ihn hier müssen wir noch weiter bearbeiten. Sonst ist alles richtig. Alles klar. Wir gucken beim nächsten Mal,
uns den düsteren Mörder an. Bis dahin, have fun, euer Koan. Tschüss! Yeah.